Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die Einladung galt doch für alle, oder? Außer natürlich, Sie wollen keine Hilfe von Kadera. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Klingt geil. Pathfinder? Er hat sie entführt. Captain Dunn? Der Kern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber Sam ist verstummt. Ich glaube, der Archon... Scheiße, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber er hat Sarah. Wozu auch immer Meridian fähig ist. Er wird versuchen, es unter seine Kontrolle zu bringen. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde sie schon finden. Ich mache ihn kaputt, mache ich ihn. Hart Steuerbord, volle Kraft. Captain, Captain, was ist los? Wir müssen weiter, na los. Das ist nicht die Hyperion. Die Cat postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Eine gefährliche Taktik, Kandros. Er hat recht. Wenn sie zwischen ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Wie soll ich das bitte machen? Achtung, sie kommen in einen Trümmerregen. Sie sollten besser den Kopf einziehen. Ich orte vor Ihnen einige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Dann gehen wir eben zu Fuß. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Kontrolle über diesen Ort übernimmt. So, los. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Landungsschiff. Achtung! Unsere eigene Verstärkung ist vor Ort, Pathfinder. Der Widerstand unterstützt sie. Kadera ist auch hier. Vergessen Sie das nicht. Ich finde diese Granaten geil. Er kann schon vorher irgendwo Achtung, hinschießen. Pathfinder, das große Kettschiff kommt zu... Rück, weiter. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Ich glaube, es dreht ab. In den Kampf ein. Jetzt heißt's alles oder nicht. Mhm. Ich bin sowas von bereit. Macht sie platt! Macht sie platt! Lasst euch nicht platt machen! Findet da drinnen statt, Pathfinder. Wir beschützen die Hyperion. Schnappen Sie sich den Archon. Verstanden, Pathfinder. Es ist schon cool, wenn man noch drei andere Pathfinder auf seiner Seite hat. Da. Ja.
Tempest, wir folgen dem Archon und gehen rein. Ich übermittle den Plan an alle nach Ihnen. Wow, Energiespitze! Der Archon macht irgendwas da drin. In Bereitschaft. Sarah braucht vielleicht medizinische Hilfe. Zeigen es den Cat, Pathfinder. Wir halten zusammen. Ist das zu fassen? Ja, nur bringt es uns nichts, falls der Archon die Kontrolle übernimmt und Welten vernichtet. Jetzt, wo ich das hier gesehen habe? Diesen Ort kriegt er nicht. Keine Chance. Setzen alle verfügbaren Kräfte ein, Pathfinder. Das stimmt nicht ganz. Sparen Sie sich Ihre Pedanterie für die Siegesfeier. Die Cat greifen an. Achtung, können wir Sie aufhalten? Der Widerstand unterstützt Sie. Ich kämpfe hier an der Seite unseres Cousins. Gemeinsam. Wir sind zu wenige Pathfinder. Wir riskieren nur Ablenkung zu sein, aber keine Hilfe. Verstanden. Landungsschiffe im Anflug. Wir auch. Können wir Unterstützung leisten? Wenn wir das hier überleben, sind alle Schulden abgegolten. Konzentrieren Sie das Feuer auf die Koordinaten, die das Bewusstsein von Vogt berechnet. Ich habe die Simulation durchgeführt. Zielerfassung wie angegeben. Die Zahlen sagen Feuer. Ziel ist das Landungsschiff. Relikte von den Datenspitzen. Sende die Nachricht. Der Arsch auf mit unserer Verwaltung. Wir haben es geschafft, müssen uns aber neu formieren. Machen Sie weiter, Pathfinder. Wir stärken Ihnen den Rücken. Sehr gut. Sturzangriff! Diese Cats sind gut befestigt! Sagen Sie, Drake, wir sind bei der... Diese Säulen scheinen nicht tragend zu sein. Ist das alles Meridian? Ich sehe die gleichen Muster wie in Ihren kleinen Prozessoren, aber die Ausmaße hier sind Wahnsinn! Der Pathfinder kommt. Für die Zukunft erkennt. Wie erledigen Sie hier? Entwicklung. Daran besteht kein Zweifel. Pathfinder, wir haben eine Schuld zu begleichen. Wir sind an Ihrer Seite. Das freut mich sehr. Sorgen wir dafür, dass die Cats sich nicht freuen. Ich werde das nicht zulassen. Es sieht es, dann werden wir zum Infektor.
finde ich immer toll, sowas. Unterstützung von Leuten, denen man mal irgendwann geholfen hat. Und man erinnert sich noch nicht mal dran. Pathfinder, massive Systemausfälle auf der Hyperion. Verdammt. Dann können wir irgendetwas tun. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Wir stürzen ab. Hier spricht der Captain. Alle in die Kryo. Los! 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 Ich leite sämtliche Energie in die Dämpfer der Krankenstation. Das ist unsere einzige Chance. Ich kann die Brücke biotisch abschirmen, muss nur nah genug ran. Die Schläfer haben Priorität. Festhalten! Es war mir eine Ehre mit... Captain Dunn! Ich bin noch hier. Kryokapseln intakt. Danken Sie den Pathfindern von mir. Und legen Sie den Archon um. Kein Ding. Alle zu? Diese Landung bedeutet, dass die Menschheit langfristig hier bleibt. Und wir kämpfen ab sofort an unserer Heimatfront. Ich sehe das genauso, Ryder. Sie haben unsere Unterstützung. Pathfinder, Ihnen gebührt die Ehre, diese Nachricht dem Archon zu überbringen. Die ersten Kettner der Hyperion. Sie müssen bezahlen. Darauf freue ich mich richtig. Ihr Chef ist abgestorben, Pathfinder. Sammlung und Aufstieg sind eine sehr gute Sache. Aber nicht für Sie. Alter, diese Viecher sind auch so heftig. Stabilisieren Sie Kerne. Sie wird es schaffen. Seien Sie vorsichtig. Gott, das will. So. Es war ein langer Flug. Ich glaube, da muss ich mal die Kryo-Munition rausholen. Wir liegen hier vor Anker, Pathfinder. Es wäre besser, wenn Sie nicht tot sind. Wir haben Ihnen die Zähne eingeschlagen, falls Sie welche hatten. Wir bleiben hier. Nächster Halt, der Archon. Na, dann mal los, ne? Keine Sorge, dieser Schacht ist nicht tief genug, um die Außenhülle zu durchstoßen. Wir werden's rausfinden. Los, sichert die adaptive Matrix. Klingt nicht wie Spott. Warum überträgt er das? Er ist in Sarahs Kopf. Wir sind verbunden. Ein Relikt, aber es greift nicht an. Was soll das? Es zeigt uns den Weg, um uns zu führen? Das kann nicht der Archon sein. Haben das alle gesehen? Türen, die sich schließen? Jemand treibt uns irgendwo hin. Vielleicht der Archon. Wer sollte es sonst sein? Noch mehr Türen. Vielleicht hat Sarah einen Weg gefunden, uns zu helfen. Ryder, die Benutzung von Relikten fügt Ihnen Schmerzen zu. Bereitet die erneute kortikale Analyse vor. Raus aus meinem Kopf! Du bist ohne Bedeutung. Ich werde deine Verbindung benutzen. Verdammt! Wow, dieser Gravitationsschacht ist mal was anderes. Unsere Heimat ist auf der Oberfläche geparkt.
Wir können jetzt nicht aufhören. Wir haben keine Wahl. Alter. Gehen wir. Sehen Sie sich das alles an. Es ist überwältigend. Oh mein. Jetzt ist es passiert. Ich bin sprachlos. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es in Andromeda so... Bereit, Pathfinder? Es ist ein Tor zu allem, was wir wollten. Ich war noch nie so bereit. Ich bin dabei. Touchdown. Und vor uns? Da... Die Verbindung steht. Ich spüre es. Da. Meridian. Das Netzwerk. So nah. Wir müssen weiter. Los! Du bist hier. Deine Auflehnung gegen mich wird langsam lästig, Pathfinder. Hey, Bruder. Da bist du ja. Ja, dank dir, Sarah. Er war abgelenkt vom Klang seiner eigenen Stimme. Es war tapfer, aber sinnlos. Deine Verbindung nützt mir. Es funktioniert so. Der Verstand wird auf die Denkweise der Reliktschöpfer eingestimmt, was schmerzhaft ist. Aber diese Bürde überlasse ich ihr. Meridian behalte ich trotzdem. Ich werde übertreffen, was du zu sein vorgibst. Dafür wird ihnen keine Zeit mehr bleiben. Sie übertreffen niemanden, Archon. Ihr lernt durch Zufälle. Ich bin der genetische Erbe. Tausender Spezies! Zeigt keine Gnade. Tötet sie! Er ist ja drauf, ey. Er nutzt immer noch Sarahs Implantat. Der Energiefluss ist gewaltig. Können Sie das überleben? Mich interessiert nur eine von Ihnen. Alter. Ich halte das nicht mehr lange durch. Oh, nein, nein. Bleibst da oben? Was? Cluster für tausende Bewohner. Nein. Du hast alle in den Tod geführt. Oh. Ein Architekt. Nun reicht das aber hier, ne? Der Archon nimmt zu viel Energie auf. Kann grad nicht. Sie wird direkt durch ihn geleitet. Schalt die Interfaces ab. Nimm ihm den Zugang. So kannst du ihm Meridian entreißen. Wir gehen clever vor. Ja, es ist schmerzhaft, aber leite mich zu den Interfaces. Haben das alle mitgekriegt? Wir legen den Archon still. Amen. Sarah, wo muss ich hin? Ich hab dir den Nervpunkt einer seiner primären Energiequellen markiert. Du musst sie erreichen. Ich werde versuchen, sie freizulegen, damit du darauf zugreifen kannst. Und beeil dich! Ich habe genug. Es endet jetzt und hier. Durchkämpfen.
habe dich längst übertroffen. Du bist erbärmlich. Er ist ja drauf, ey. Kannst du mal eine andere Platte auflegen? Aber je mehr Relikte sie zerstören, desto stärker wird der Archon abgelenkt. Position halten, Relikte zerstören. Das kriege ich hin. Sam, irgendeine Schwachstelle? Der gepasste Kopf ist Sarah. Jetzt bezahlst du dafür. Ich dachte, dass ich mir das entgehen lasse, oder? Alle sind dabei. Ich werde dich mit deinen eigenen Spielzeugen zerschmettern. Die Relikte gehorchen jetzt mir. Mir! Ich hab's freigelegt. Greif darauf zu und schalte es ab. Diese Beleidigung doch, nicht länger hin. Auf der anderen Seite in der sie. Dann mal los. Der Nachtpunkt ist hinter einem Abgrund. Wir brauchen eine Brücke. Ich versuch's, aber such nach einem Interface. Alles klar. Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Geschafft. Ich bin auf dem Weg zum Relais. Der Aufstieg ist zu gut für euch. Ich ziehe mein Angebot zurück. Alles um euch herum brennen. Nicht nachlassen! Das Relais ist da vorne! Jeder Außenposten, jeder Kolonist, jede Welt, die ihr betreten habt, wird ausgelöscht. Deine Initiative wird zu Asche verbrennen und du wirst dafür verantwortlich sein.
deinetwegen ist das alles unvermeidlich. Dein Widerstand ist dafür verantwortlich. Eure Leute werden betteln, doch es wird keine Gnade geben. Du isst aber mal, du mach doch mal eine Brücke hier, das dauert doch alles schon wieder ewig. Ich hab's nicht. Sarah, alles okay? Sie müssen sich beeilen, Pathfinder. Die Anstrengung wird zu viel. Das alles wird in Feuer und Blut enden. Das glaube ich nicht. Ich bin in Reichweite. Leg das Relais frei. Ich versuch's. Ich... Gib nicht auf, wir haben... Es wird sein, als wärt ihr nie hierher gekommen. Als hättet ihr nie existiert. Diesen Kampf führen wir nämlich gemeinsam. Das hier ist dein Werk. Jedes verlorene Leben geht auf dich. Ihr haltet euch für etwas Besonderes? Wir haben unzählige Spezies aufsteigen lassen. Ja, ganz schön bescheuert von euch. Ich hab's freigelegt. Greif darauf zu und schalte es ab. Das Relais ist deaktiviert. Wo bringe ich es zu Ende? Eins noch. Nur noch eins. Sarah! Wir haben keine Zeit mehr, Pathfinder. Machen Sie schnell. Der Nachtpunkt liegt vor uns. Radieren Sie sie aus. So, jetzt gibt's Power. Jetzt gibt's einen aufs Maul. Thank you.
Lächeln, Babe. Sam überträgt das hier und alle sehen zu. Sie wollen eine hübsche Großaufnahme des Helden, der im Alleingang die Galaxie gerettet hat. Und was willst du? Jetzt wissen sie, dass du mir gehörst. So sieht's aus. Wir haben es geschafft. Tja. Das war Mass Effect Andromeda. So wie es aussieht. Jetzt noch eine. Achtfach. Ja. Ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich gewünscht, dem Typen selber einen Kugel in den Kopf zu jagen. Statt nur Relais zu überbrücken und dann wie wild gegen die zu kämpfen. Aber gut. So geht's auch. Ja, hat Spaß gemacht, das Spiel. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich in einer Aufnahmesession, das war jetzt knapp eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde, dass ich da jetzt schon zum Ende komme. Ich dachte, die Hauptstory geht noch einen Tick weiter, aber gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich drück mal weiter. Mal gucken, was danach kommt. Das war ja klar.